Gott. Wieder ganze Haut. Wow. Wir sind die ersten Einländer, die hier in der neuen Villa sind. Hoffentlich sind da ein paar gute Jungs mit am Start. Also, du bist halt ein super sympathisches Mädchen. Also, ne, kann man nichts anderes zu sagen. Mit keinem anderen rede ich so wie mit Dominik. Ich weiß ja, dass ich ihn echt gern hab. Ja. Deshalb entscheide ich mich für Dominik. Ja, aber man unterscheidet ja, ob das eine gute Voraussetzung ist für vielleicht was mehr oder ob man halt sich einfach nur richtig gut versteht, weil gut verstehen tue ich mich ja auch mit meiner Katze. Also. Dankeschön. Es fehlt mir irgendwie so an körperlicher Anziehungskraft bis jetzt. Wenn es so sein soll, dass wir zusammenfinden, dann finden wir auch zusammen. Egal auf was für Wege. Dominik, du bist schon so ein kleiner. Mach mir. Jo. Was denkst du? Ich weiß es nicht. Everything is on the go now. Soll ich mir braune Haare färben? Soll ich ein paar Mal ins Solarium gehen und mir vielleicht ein paar Brüste machen? Ist es denn besser? Keine Ahnung. Voll geil, dass wir hier eine Friseurin haben. Schon sexy wie eine Frau, wenn man so umgehen kann, oder? Du von der Länge? Ja, perfekt. Vielen, vielen Dank, Lisa. Ich habe mein Bestes getan hier. Lisa, die Zuschauer haben gewotet. Du musst die Villa jetzt verlassen. Was? Einerseits ist es auch echt extrem krass, weil einfach Lena und Dominik meine Bezugspersonen hier. Nachricht. Du musst zwar die Villa verlassen, aber nicht Love Island. Crazy. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Was? Hey, hey, hey. Hallo, ich bin so richtig. Ich merke, hier ist mein Ende. Ich bin nicht mehr glücklich mit der Situation generell. Da ich weiß, dass es mir wirklich damit besser geht, gehe ich freiwillig und es ist ein Platz weniger von denen, die gehen müssen. Ja, auch. Show me the meaning of being lonely. Alter, ich habe noch nie so eine Frau kennengelernt wie dich. Das ist unglaublich. Ich habe euch alle ganz doll lieb, ne? There's something missing in my heart.